Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Main-Spessart-Bahn, heute auf dem Abschnitt unterwegs der Maintalbahn, die ja angekündigt wurde für den TSW 4 als neue deutsche Strecke. Und da wir zumindest einen kleinen Teil der Strecke in der Main-Spessart-Bahn ja bereits schon drin haben, werden wir uns einfach den nochmal zusammen hier angucken, während wir hier unterwegs sind. Hier im Freeroam-Modus habe ich mir die 628 hier hinspawnen lassen in Verkehrsrot. Und ich würde sagen, wir steigen ein, rüsten auf und setzen uns dann einen Weg. Machen wir die Türen, ja, wobei, lassen wir erstmal auf. Einmal reingesetzt in die gute Stube. So, machen mal die Türen links frei. Wobei, erstmal den Fahrtrichtungswendern Vorwärtsstellung. So, jetzt gehen die Türen noch alle auf. Oder? So, jetzt entriegeln. Ja, passt schon. Und zwar, was wir jetzt machen werden, wir setzen uns einen Weg, setzen uns hier eine Route für unseren Zug hier und fahren einmal hier diesen Streckenabschnitt runter bis hierhin. Und zwar bis nach... das ist, glaube ich, Aschaffenburg Hochschule. Es müsste aber eigentlich noch, glaube ich, einen weiteren Halt geben, oder nicht? Also wir können uns mal hierhin das Ziel setzen. Und sind dann jetzt im Grunde genommen... Ja, so ab hier vorne ist die Strecke auch nicht mehr schön ausgestaltet. Aber das ist halt dieser Streckenabschnitt, der dann ab hier dann im Grunde genommen dann als neue Erweiterung dann dazukommen wird. Ja. Auch hier 628 mit umgerüstetem Führerstand, beziehungsweise mit hier in Verkehrsrot kam als kostenloses Update mit dazu. Führerstand leicht angepasst, hier mit dem mit den Displays hier drin. Also auf jeden Fall eine sehr coole Sache. So, Türen sind jetzt auf. Ich kann auch die Fahrgäste kurz ein- und aussteigen lassen. Machen aber die Türen zu. Und, ups, machen aber vielleicht noch ein kurzes kleines Foto, weil es gerade so hübsch aussieht. Ja, wobei hier am Bahnsteig ist es gerade so dunkel, wir machen gleich ein Foto. Wenn wir auf der Strecke unterwegs sind, dann haben wir... hier den Bremsschlüssel, den noch einmal auf Zug geschaltet, damit wir auch tatsächlich fahren können. Federspeicher ist soweit gelöst, Türen sind zu. Dann den Startschalter auf ein. Lokführer Pultbeleuchtung lassen wir aus, brauchen wir nicht. Spiegel sind automatisch, okay, das passt soweit alles, ganz gut. Den einmal hochgedimmt und den auch hoch. Instrumentenbeleuchtung gerne an. Zuglichter an. Und Zugspitzensignale sind an. PZB machen wir an. Und können losdieseln auf dem Streckenabschnitt der... bald dann hinzukommen wird für den TSW 4. Hier auch ordentlich Güterverkehr unterwegs, 185. Von Railion zieht hier Autotransportwagen durch die Gegend. Und wir können mit 40 ausfahren, Weiterfahrt mit langsam oder mit langsam Fahrt. Rein uns mal von der PZB vom Startprogramm. So, und ich glaube, hier ist doch ein ganz schöner Ort für ein Foto. Oder? Also würde ich jetzt mal behaupten. Ja, immer noch so dunkel hier. Oh, und hier vorne sind diese Striemen. Okay, immer noch kein guter Ort für ein Foto. Jetzt sind wir aber nicht mehr im Schatten. So, jetzt aber. Jetzt oder nie. So. Wo ist unser Zug? Da ist unser Zug. Ja, zumindest von der Seite wird der Zug schön angestrahlt. Schärfentiefe runtergestellt. Sichtfeld verkleinern. So vielleicht. Genau, das sieht doch sehr gut aus. Und wir setzen den Fokuspunkt auf hier vorne.
Oh, meinetwegen können wir auch mal ein bisschen Rotation dazu benutzen. Nicht so viel, ja, so vielleicht. So. Können auch hier ein Foto machen von der Seite, meinetwegen auch. Wobei die halt im Schatten ist, deshalb nehmen wir lieber die helle Seite. Ja, das sieht doch herrlich aus. Da vorne noch 146. Abgestellt mit Dostos. Gucken wir uns auch einmal kurz an, was da vorne drauf steht. Nicht einsteigen steht da drauf. Und ja, genau, da sind wir. Das nochmal kurz scharf zu stellen. Ja, und weiter geht's. Jetzt konzentrieren wir uns aber auf die Fahrt. So. Und wir haben Halt zu erwarten. Ne, haben wir nicht. Das Signal ist nicht für uns. Für uns ist nur wichtig, ab hier vorne gibt es gleich keine Oberleitung mehr, aber das wissen wir ja. Und deshalb sind wir ja mit einem Dieseltriebwagen unterwegs. Ja. Und den Streckenabschnitt werden wir dann in Zukunft in voller Länge befahren können. Und zwar bis runter nach Miltenberg mit dem DiZero Classic von Siemens Mobility gebaut. So, Vorsignal ist grün. Mich würde natürlich interessieren, wie ist bereits dieser Streckenabschnitt hier umgesetzt? Gibt es hier ZuschauerInnen, die hier zugucken und wisst ihr, was wir noch machen? Ich hätte gerne ein bisschen Wind dazu, damit sich die Vegetation hier mal ordentlich bewegt. Es würde mich sehr interessieren, falls es hier Leute gibt, die tatsächlich von hier sind, wie dieser Streckenabschnitt bisher umgesetzt ist. Und ja, freue mich umso mehr natürlich, dass dann die komplette Strecke kommen wird. Auch schön, dass sich da die TG an so eine Nebenbahn mal ranwagt. Aber das ist halt eher so Nebenbahn-Flair, definitiv, also hier so eingleisig. Normalerweise kommen ja eher so andere Strecken von DTG. Also auf jeden Fall sehr cool. So, wir halten an. Hier an Aschaffenburg Hochschule. Hätten natürlich da weiter vorne halten sollen, aber naja. Ja, ne, also hier dieser Streckenabschnitt. Einen Halt haben wir noch, Aschaffenburg Süd. Da wird unsere kurze kleine Fahrt heute enden. Da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, bis die gesamte Strecke. Okay. Hallo, der Zug steht hier unten. Naja, gut. Soll nicht mein Problem sein. Der Zug ist ja hier. Wir können einmal durchwandern natürlich. An dem Fahrgastinnenraum der Züge oder des Zugs hier hat sich nichts geändert. Der ist gleich so, wie wir ihn kennen, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung, denn so ist es auch in Realität. Da kam, glaube ich, nie das Redesign mit den Deutsche Bahn Mediendesign, mit diesem Hellblau-Dunkelblau. Raucher. Wahnsinn. Ja, das hätten die vielleicht noch ändern müssen mit dem Update, weil ich glaube nicht, dass es da noch dann Raucherabteile gab. Toilette klappt leider immer noch nicht. Naja, ist aber auch nicht schlimm. Ist eher nur so ein Witz, ehrlich gesagt. Also mich stört es nicht, dass die Toilette nicht ausmodelliert ist. So, einmal hier rein, Tür wieder zu. Können uns natürlich auch hier hinsetzen. Es geht auch. Hier vorne ist auch das Sieferventil, hier hinter der Klappe. Aber die wollen wir nicht. Klappe zu. Tür zu. Hinsetzen und Türen zu. Bremse lösen.
Soll ich hier vielleicht noch ein Foto machen? Wo bin ich gelandet? Hallo? Manchmal landet man mit der Kamera ins Nirgendwo. Sorry für die schlimme Kameraführung. Ich entschuldige mich. Hier müssen wir den Schwerpunkt nochmal neu setzen. So. Ja, hübsch. So, ja, also das hier Aschaffenburg Hochschule. Herrlich, das Horn. Auch sehr schön. So, wir dürfen theoretisch 90 fahren, aber wir werden da jetzt gar nicht groß beschleunigen. Der nächste Halt ist ja nicht mehr allzu weit weg. Ja, wobei, der Halt, den wir uns auf die Karte gesetzt haben, ist über noch 3 Kilometer noch entfernt. Allerdings, bis wir dort ankommen sind, da ist halt wirklich nichts mehr an streckentechnischer Ausgestaltung, möchte ich dazu sagen. Also die Szenerie dort wird mehr zu spärlich sein. Aber sehr schöne Belichtungsverhältnisse gerade. Es gefällt mir sehr, auch mit den Bäumen, die hier so im Wind tanzen. Das sieht wirklich schön aus. Also mein Spessartbahn immer noch wirklich einfach eine schöne Strecke. Obwohl sie schon so alt ist. Wirklich. Ja. Einfach schön. So, da ist auch schon Aschaffenburg Süd. So, und wir halten an. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. So. Und Türen auf. Das sind sogar Leute. Sie kommen. Kommen die zu unserem Zug? Wollen die einsteigen? Nee, die stehen da nur. Na gut. So, dann einmal die Türen zu. Vorrangtüren sind sucht und dann fahren wir jetzt einmal den restlichen Streckenabschnitt und gucken mal, wie das jetzt hier noch ausgestaltet ist. Aber ihr werdet recht schnell sehen, da ist nichts mehr und dann werden wir auch die Fahrt gleich beenden. Also erwartet da jetzt nicht so viel alles, was ab jetzt kommt, denn das ist nicht mehr Teil dieser Strecke, sondern wird dann Teil des folgenden DLCs sein. Es ist übrigens keine Streckenerweiterung, zumindest ist das bisher nicht angekündigt, so in diesem Sinne. Zeitpunkt der Aufnahme jetzt hier, Anfang Oktober. Also es ist schon eine eigenständige Strecke. Es ist nicht so, als wenn die Main-Spessart-Bahn erweitert werden würde. Ergibt auch nicht unbedingt so viel Sinn, weil es an sich zwei verschiedene Strecken sind. Es ist ja nicht so, als würde die Main-Spessart-Bahn dadurch erweitert werden, sondern das ist ja die Frankenwaldbahn, heißt sie, glaube ich. Und das ist ja eine andere Strecke. Es ist nicht so, als könnte man dann von Miltenberg nach Aschaffenburg fahren und dann von Aschaffenburg macht man dann Kopf und fährt dann weiter nach Gemünden. Da gibt es halt keine Züge, die das in Realität so machen, denke ich. Dementsprechend ergibt es halt nicht so viel Sinn, die alte Strecke zu erweitern. So ein bisschen wie mit Hagen-Wuppertal und Hagen Finnentrop. Ja, das passt zwar an sich gut zusammen, so das ist halt der gleiche Bahnhof, aber es sind unterschiedliche Strecken.
Okay, mit einem Güterzug könnte man tatsächlich dann durchfahren in einem Stück. Das würde dann noch irgendwie Sinn ergeben. Aber ja, im Fahrgastbetrieb ist das halt nicht der Fall. Außer vielleicht ein Fernverkehrszug. Aber glaube ich auch nicht. So, schauen wir mal. Wir haben jetzt noch 2 Kilometer hier vor uns. Ich würde sagen, wir rollen, lassen einfach mal rollen und gucken. Also jetzt schon hier fängt es jetzt langsam an, spärlich zu werden, was die Szenerie angeht. Ehrlicherweise ist die Strecke noch recht weit ausgestaltet, sodass ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht ursprünglich vor etlichen Jahren der Plan war, dass die Frankenwaldbahn direkt mit dazukommt zur Mainz-Spessart-Bahn. Also dass es doch tatsächlich alles in einem geliefert wird. Nur dann kam halt irgendwann, hat man realisiert, okay, das ist ein bisschen zu viel für ein Projekt. Und dann wurde halt hier die Frankenwaldbahn, ja, cancelled als Projektidee, aber anscheinend nicht für immer, sondern jetzt kommt sie halt doch. Also so stelle ich mir das zumindest vor, ehrlicherweise. So, 1,5 Kilometer haben wir noch. Ja, noch haben wir auch sogar noch Kilometrierungstafeln und alles. Ab hier sind 80 erlaubt. Der 628er in Verkehrsrot wird übrigens einen Layer haben für die Strecke Aschaffenburg-Miltenberg. Also wer die besitzt, wer die Niddatalbahn besitzt, kann auch mit der hier dann im Fahrplanmodus rumfahren. Dann der DiZero Classic, also der Diesel DiZero von Siemens wird dazu kommen. Die 363 wird dazu kommen. Und ja, die einen oder anderen Güterwagen. Es wäre mal wieder Zeit für eine neue kleine Diesel-Rangierlok. Oder generell für eine Diesel-Lok. Das wäre mal was Cooles. Die haben wir ja im TSW bisher nicht. Angekündigt ist natürlich die Ludmilla. Die kommt auch irgendwann. Genauso wie die 218. Auch die kommt irgendwann. Aber das dauert halt noch. So, da vorne ist auch unser Ziel. Und dann geht auch die Strecke schon nicht mehr weiter. Also hier wird es dann weitergehen. Eingleisig. Keine Ahnung, wie lange es eingleisig weitergeht, aber ihr seht auf jeden Fall, das hat er jetzt schon, obwohl die Strecke nicht mal wirklich ausgestaltet ist. Wobei dieser Streckenabschnitt wirklich gut noch ausgestaltet ist, dafür, dass wir schon so weit entfernt sind von der eigentlichen Strecke. Ihr seht, es hat super krassen Nebenbahnflair, ne? Und das wird auch, glaube ich, mit der neuen Strecke Aschaffenburg-Miltenberg definitiv dann auch so rüberkommen. Aber ihr seht es wirklich, ne? Die Ausgestaltung an der Strecke ist hier noch vergleichsweise relativ gesehen gut. Sodass ich wirklich glaube, dass ursprünglich mal der Plan war, dass die Strecke mit der Main-Spessart-Bahn tatsächlich mit dazukommt. Glaube ich jetzt einfach mal. Da vorne ist ein rotes Signal. Dann halten wir da. Und ja. Genau. Die Weiterfahrt wird uns leider verwehrt von unserem Fahrdienstleiter, weil die Strecke noch nicht fertig gebaut ist, wird sie aber noch dieses Jahr. Also ihr seht schon hier, die Brücke ist gar keine Brücke mehr. Ja, also wie gesagt, ich hab euch darauf vorbereitet, der Streckenabschnitt ist halt nicht mehr ausgebaut, deshalb auch sowas hier, weil normalerweise soll man halt hier nicht unterwegs sein mit dem Zug. Ne? Ihr seht's. Gut, ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Meinung zur Strecke Aschaffenburg-Miltenberg in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.